zum Teufel? Weltuntergang, Frau tot, Kind entführt. Ich glaube, das kommt hin als der eine miese Tag. Also ich denke mal, dass mittlerweile schon genug Fallout 4 geguckt wurde, beziehungsweise dass es soweit bekannt ist, dass ich nicht auf alles eingehen muss, sondern dass ich mich voll und ganz auf den Charakter konzentrieren kann. Wo sind alle? Alles, was noch übrig ist? Ned, dich hole ich mir später. Oh ja. Denn überhaupt noch wer? Hat es jemand nach draußen geschafft? Und es geht los. Genau. Ja.
Winnetou auf die Pforte. Alles. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault-Tec entschieden haben. Ja, gäbe es denn eine Alternative? Nein. Erstmal zurück in die, ins Dorf. Ah, Sanctuary. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Du bist es wirklich. Oh mein Gott. Das darf nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein? Wovon reden Sie überhaupt? Sie wirken verzweifelt. Vielleicht kann Ihre Frau Ihnen eine dieser Umarmungen anbieten, die Menschen so mögen. Ach ja, wo ist denn Ihre bessere Hälfte? Sie kann nicht tot sein. Das kann sie nicht. Ich träume. Einen schlechten Traum. Sir, was Sie da sagen, diese schrecklichen Dinge. Ich glaube, Sie brauchen Ablenkung. Ja, eine Ablenkung von dieser grässlichen Stimme. Wir haben so lang schon nichts mehr mit der Familie gemacht. Oder vielleicht eine Scharade. Sean liebt das. Ist der Junge bei Ihnen? Das ergibt keinen Sinn.
Warum sollte mir jemand meinen Sohn wegnehmen? Es ist schlimmer als gedacht. Sie leiden an durch Hunger hervorgerufener Paranoia. Nach 200 Jahren ohne richtiges Essen kommt sowas vor. Nein, das ist nicht möglich. Ich war nicht so lange weg. Keine 200 Jahre. Eigentlich etwas mehr als 210, Sir. Wenn man die Erdumdrehung und ein paar kleine Schäden im Chronometer einrechnet. Das heißt, Sie kommen 2 Jahrhunderte zu spät zum Essen. Vielleicht kann ich einen Snack zubereiten. Sie sind bestimmt total ausgeruht. Cotsworth, du verhältst dich ein bisschen seltsam. Was ist los? Ich muss. Das war schrecklich. 2 Jahrhunderte ohne Gespräche und ohne jemanden, den man denkt. Die ersten 10 Jahre habe ich die Böden gebohrt. Aber atomaren Fallout. Man aus PVC einfach raus. Dann diese Sinnlosigkeit, ein eingestürztes Haus abzustauben und das Auto, wie soll man Rost polieren? Oh Mann, Cotsworth. Warte, warte. Konzentration, Cotsworth. Ich weiß leider gar nichts, Sir. Die Bomben. Und sie sind alle so schnell gegangen. Ich dachte wirklich, Sie und Ihre Familie wären tot. Ich fand dieses Holoband. Ich glaube, Ihre Frau wollte es Ihnen schenken. Als Überraschung. Aber dann, tja, ist alles geschehen. Wenigstens etwas. Es soll als Erinnerung dienen, Sir. Glücklichere Tage. Also, genug mit meinem Selbstmitleid. Sollen wir gemeinsam das Viertel absuchen? Vielleicht finden wir Ihre Frau und den kleinen Sean noch. Ich weiß nicht, Cotsworth. Ich... Kommen Sie mit! Erstmal noch mit Schusswaffe, bevor ich eine anständige Klinge finde. Ah, toll. Hey, Cotsworth.